Ja, das ist nicht Ich komm weg. Guten Morgen, herzlich willkommen in Annas und Max Reiseprogramm Esperance. Wir haben es heute das erste Mal geschafft, vor 11 Uhr aufzustehen. Draußen ist ein bisschen Sonne zu sehen, ein bisschen blauer Himmel. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir heute die 40 Mile Road. Das Ganze sieht so aus. Wir starten hier im Town Center, gucken uns die ganzen Buchten hier an und dann ganz am Ende fahren wir hier einmal rum. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Ja, schönen guten Tag aus Esperance. Wir befinden uns jetzt hier im City Center von Esperance. Da haben wir eine Bank und hier ist die Post. Ne? Ich finde, Esperance sieht ein bisschen aus wie ein Nordseeurlaub. Ja, aber volle Möhre. Hey, wo ist denn jetzt dieses Wahlding? Da. Komm, da drehe ich doch direkt mal. Bei der Walflosse ist jeden Freitag um 6.15 Uhr Yoga. Und? Das ist das Wahrzeichen der Stadt. Achso, und es ist das Wahrzeichen der Stadt. Dempsterhead Lookout Point. Ist jetzt fertig? Gleich. Sehe ich aus wie ein Papagei. Ich habe nämlich was Wichtiges zu sagen. Wahrscheinlich kennt die Band schon jeder. Aber wir haben das hier eine EP umsonst bekommen. Das ist nicht. Das ist die beste Roadtrip-Mucke überhaupt, ja? Also unbedingt hier SBG Million Bucks. Yo. Rein ist es wirklich essentiell wichtig, sich immer einzucremen, weil jetzt wirklich jeder Hautkrebs oder sonst irgendein Krebs. Richtig schön dick auf. Max, wir wollen da runter und nicht herumliegen. Geh doch. Guck mal hier. Hier besteht die Gefahr, Haie zu sichten. Also wenn du Angst davor hast, Haie zu sichten, ist da nicht der Strand für dich. Ich glaube, dann ist das auch kein Strand. Warum kannst du nicht wie ein normaler Mensch einfach runtergehen? Oh, Max! Parkour! Ich hätte schwören können, ich schaff den. Voll der weiße Sand, ganz weich. Ja, der Aufprall tat auch gar nicht so weh, muss ich sagen. Ja, ist guter Sand. Hätte dir vielleicht mal gut gefallen, wenn er ein bisschen weh getan hat. Oh Gott! Kalt. Aber voll schön. Keine Algen oder Stein oder irgend so ein Schrott. So ein Schrott. Scheiß Natur, ey. Fing die Kiste an, das gibt Klicks. Welche Stufen sind das? Um zum West Beach runterzukommen, sollte man nicht ganz so faul sein wie Max, weil man muss ein paar Treppenstufen laufen. Come on, take a round. Was schon wieder an das Kleid. Fantastic. Turn it. Take it through like a ABC. A is like you, it's awesome. B is for banging. C is for comfortable, but not too comfortable. Just ready for devious deeds, sneaking up on you and me. Mir fällt gerade ein, wir brauchen noch so eine richtig beschissene Travel-Mucke für den Hintergrund. So, oder sowas. So ein Sinn. You look like a sweet bee.
der sieht eher so ein bisschen modderbraun aus als pink, ne? Der Pink Lake ist irgendwie nicht mehr so pink. Ja, unser Couchsurfer hat uns gesagt, dass da die ganzen Mining-Unternehmen den komplett kaputt gemacht haben, deswegen die ganzen Algen tot sind. Deswegen ist der nicht mehr pink. Weil so ein klein bisschen pink ist der noch. Was? So ein schmodderbraun-pink. Dafür brauchen wir dann ja auch nicht. Nee, das lohnt sich nicht. Boah, das stinkt. Sorry. Das war ein erfolgreicher Tag. Ja, geil, ne? Hat ziemlich schöne Strände gesehen. Der Great Ocean Drive ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Man kann nette Sachen sich angucken. Man soll sich auf jeden Fall Essen mitnehmen, weil es gibt unterwegs kein Essen. Echt gibt's jetzt? Nicht. Das ist wichtig. Also wenn das hier irgendwer guckt und sich denkt, boah, ich will den Great Ocean Drive machen, nehmt euch Essen mit. Wisst ihr jetzt Bescheid. Und Kleidung für alle Eventualitäten. Das ist wirklich mal ein guter Rat. Ja. Ich meine, das sagt man über Esperance, aber wir haben auch uns wieder völlig falsch eingekleidet. Also ich mich zumindest. Ich nicht. Ich war viel zu kalt angezogen gestern. Ja, immer so ein... Jacke, Gummi, Stiefel, Mütze, Regenhose. Eine Wochenration an Essen. Essen und einfach früh losfahren, dann kann man den Nachmittag noch am Strand ausklingen lassen. Würdest du sagen, der Great Ocean Drive, so Zucker? Ja, ist schon sehr schön. Zucker? Hm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann bis nächste Woche. Tschüss.